Wenn du deinen Verstand meisterst, dann meisterst du dein ganzes Leben. Doch leider verpassen es die meisten Menschen, sich um das Ding hier oben, was ja unser mächtigstes Werkzeug ist, zu kümmern. Und wie du deinen Verstand wirklich kontrollierst, wie du nicht zu seinem Sklaven wirst, sondern du den Verstand als Werkzeug nutzt, du sein Meister wirst, das möchte ich dir heute zeigen, denn das sind Techniken, die ich sonst in meinen Coachings weitergebe, in meinen Workshops, Seminaren oder in meinem Buch und die extrem, extrem wertvoll sind und recht leicht umzusetzen sind, wenn du sie einmal verstehst. Und die Grundlage von all dem ist erst einmal Bewusstsein. Bist du dir bewusst über das, was in deinem Kopf wirklich vor sich geht? Denn die meisten Menschen haben ihre Gedanken auf Autopilot am Laufen und schenken ihnen gar nicht wirklich viel Aufmerksamkeit. Es kommt ein Gedanke und sofort nehmen sie ihn als wahr an. Denn sie denken sich, okay, wenn ich das Ganze denke, wenn das Ganze in meinem Kopf vorgeht, dann muss das ja auch stimmen. Sie fangen gar nicht an, diesen Gedanken zu hinterfragen, anzuzweifeln oder sich ihn mal genauer anzuschauen. Das heißt, der erste Schritt ist immer, Achtsamkeit zu entwickeln, Bewusstsein für das zu entwickeln, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die jetzt sagen, ah, Alex, ich weiß doch ganz genau, was in meinem Kopf vor sich geht. Ich weiß doch wohl, was ich denke. Und ich möchte dir jetzt nichts Böses unterstellen, doch ich würde einfach mal sagen, nein, weißt du nicht. Denn ich erlebe es immer wieder in meinen Coachings, wie fasziniert die Leute auf einmal sind, wenn sie mit mir einige Coaching-Sessions haben oder wenn ich ihnen einige der Techniken mitgebe, die ich dir auch gleich mitgeben werde, wie schockiert sie plötzlich sind und auch fasziniert sie sind, was in ihrem Kopf vor sich geht, worauf sie vorher nie geachtet haben. Und wie bekommst du diese Achtsamkeit? Es sind zwei Dinge. Es ist zum einen Meditation und es ist zum anderen Tagebuchschreiben. Warum ausgerechnet diese beiden Sachen? Durch Meditation fängst du an, deine Gedanken zu beobachten. Du merkst zum ersten Mal, oh, warte mal, ich bin nicht meine Gedanken. Meine Gedanken, die sind in mir, ich kann sie steuern, ich kann sie beobachten, aber ich bin das nicht, ich bin der Beobachter hinter diesen Gedanken. Und plötzlich siehst du deine Gedanken als Objekte vor dir. Sie sind nicht mehr das Subjekt, sondern sie sind das Objekt. Und ein Objekt kannst du manipulieren. Mit einem Objekt kannst du arbeiten, ein Objekt kannst du beobachten. Du bist das Subjekt. Das ist der erste Schritt. Durch die Meditation fängst du an, deine Gedanken zu beobachten. Und schau mal auf meinem Kanal, ich kann dir gerne hier auch oben welche verlinken. Ich lade regelmäßig geführte Meditationen hoch, habe schon einige auf dem Kanal, die kannst du dir gerne mal anschauen. Und das zweite ist anzufangen zu schreiben. Es spielt keine Rolle, was du schreibst, solange du anfängst zu schreiben. Und schreib ganz einfach das auf ein Blatt Papier nieder oder in ein Word-Dokument, in ein Google-Dokument, das spielt keine Rolle. Schreib ganz einfach das nieder, was dir durch den Kopf geht. Und dann lies mal, was dir durch den Kopf geht, was du da auf dem Papier hast. Du wirst erstaunt sein, was für Gedanken dabei sind, was für negative Gedanken teilweise dabei sind, was für Glaubenssätze dabei sind, was für Einstellungen dabei sind, was für eine Weltsicht du hast. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass die Leute teilweise wirklich schockiert sind. Dass sie erkennen, oh warte mal, das denke ich von Tag zu Tag, damit laufe ich durch den Alltag. Kein Wunder, dass ich mich so häufig scheiße fühle. Kein Wunder, dass mein Selbstvertrauen nicht das Beste ist. Kein Wunder, dass ich zwar schon einige Ziele erreicht habe, aber noch so viele große Ziele habe, denen ich einfach nicht näher komme. Und sobald du diese beiden Dinge hast, kannst du anfangen, diese Objekte, nämlich deine Gedanken, das, was in deinem Kopf vor sich geht, in deinem Verstand, anzufangen zu manipulieren. Du hast die Achtsamkeit durch Meditation und durch das Schreiben bekommen. Und jetzt gehst du über zum Entscheidungen treffen. Denn deine Gedanken sind nichts anderes als Entscheidungen. Du kontrollierst deinen Verstand. Und das kann ich dir jetzt beweisen. Das kannst du dir jetzt selber beweisen. Ich kann es dir nicht beweisen. Du kannst es dir beweisen. Indem du jetzt einfach mal in deinem Kopf Hallo sagst. So, und jetzt schrei mal in deinem Kopf Hallo. Und jetzt flüster in deinem Kopf mal Hallo. Jetzt flüster in deinem Kopf mal, ich finde dieses Video super. Jetzt flüstern dir in deinem Kopf mal, heute ist ein toller Tag. Jetzt sag es mal in einer normalen Stimme, heute ist ein toller Tag. Jetzt schrei es in deinem Kopf, heute ist ein toller Tag. Du merkst, du hast Kontrolle über das, was in deinem Kopf vor sich geht. Und das ist eine klare Entscheidung. Denn wenn du die Achtsamkeit bekommen hast über deine Gedanken, dann kannst du dich entscheiden, möchte ich diesen Gedanken weiterhaben oder dient der mir nicht? Und es ist nichts anderes als eine Entscheidung zu sagen, diesen Gedanken möchte ich nicht mehr denken. Dieser Gedanke ist es meiner nicht wert. Diesen Gedanken hingegen möchte ich denken. Diesen Gedanken möchte ich jeden Tag haben. Beispielsweise, dass du einen Gedanken hast, oh, dieses Ziel von, irgendwann hast du ein Ziel, ich möchte 10 Millionen Euro verdienen, ich möchte ein Sixpack haben, ich möchte mein Studium beenden, ich möchte befördert werden. Als dann ab und zu der Gedanke kommt, ah, das schaffe ich eh nicht. Und dann schaust du dir diesen Gedanken an, weil du Achtsamkeit bekommen hast durch Schreiben und Meditation und triffst dann die Entscheidung,
Nein, mir gefällt dieser Gedanke überhaupt nicht. Der dient mir nicht. Er dient mir ganz einfach nicht. Ich entscheide mich jetzt, diesen Gedanken nicht mehr zu denken. Und jedes Mal, wenn er auftaucht, sagst du dir, nein, dieser Gedanke dient mir nicht. Das ist irrational, so zu denken. Und dann hörst du auf, ihn zu denken. Genauso ist es andersrum. Dass du vielleicht einen Gedanken hast, der dir gefällt und du proaktiv bestimmte Gedanken hervorrufst, wo wir gleich noch zukommen. Und diesen Gedanken wiederholst du einfach regelmäßig. Und es ist wieder eine Entscheidung. Es ist Training. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du dich entscheidest, wenn du dich bewusst entscheidest, einen Gedanken zu denken oder einen Gedanken zu widerlegen, dass du sagst, nein, diesen Gedanken, den möchte ich nicht haben, der dient mir nicht, das ist irrational, so zu denken. Jedes Mal ist das wie eine Liegestütze, wie einmal Bankdrücken im Fitnessstudio, wie ein Klimmzug, wie eine Kniebeuge. Du machst jedes Mal eine Wiederholung mit deinem präfrontalen Kortex. Du trainierst dein Gehirn wirklich darauf, deine Gedanken besser steuern zu können. Also hab nicht irgendwie einen perfektionistischen Ansatz, dass du denkst, oh, ich darf jetzt nie wieder Fehler machen. Keine Sorge, du wirst Fehler machen. Jeder von uns macht Fehler. Und es werden sich auch wieder bestimmte Gedanken bei dir einschleichen, auf die du keine Lust hast. Doch je weiter du deine Achtsamkeit trainierst, desto häufiger fällt dir das auf und desto häufiger kannst du dich bewusst gegen einen oder bewusst für einen Gedanken entscheiden. Es ist nichts anderes als eine Entscheidung, die du immer und immer und immer wieder triffst. Und je häufiger du die richtige Entscheidung triffst, die positive Entscheidung, welche deine Gedanken in eine positive Richtung beeinflusst, desto leichter wird die nächste positive Entscheidung und die nächste und die nächste. Es wird ein sich selbst verstärkender Prozess. Und als nächstes, als letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, fang an mit täglichen Affirmationen, täglichen Mindsets, täglichen bestimmten Gedanken, die du immer wieder wiederholst, zu arbeiten. Manche Leute nennen es Affirmationen, ich nenne es ganz einfach ein Mindset, ein Frame, mit denen ich durch die Welt laufe. Und das sind bestimmte Sätze, die du dir jeden Morgen und jeden Abend sagst, die du aufschreibst und die du laut dir vorsprichst, jeden Morgen und jeden Abend. Und du wirst überrascht sein, wenn du dir diese Sätze immer wieder durchliest, dass dein Verstand anfängt, sie automatisch zu wiederholen. Denn deine Glaubenssätze, die in deinem Kopf herumschwirren, sind ja nichts anderes als Gedanken, die auf Dauerschleife laufen. Und wenn du einen Gedanken automatisch auf Dauerschleife da oben laufen haben möchtest, dann brauchst du diesen Gedanken nur häufig genug zu wiederholen. Denn deine Gedanken formen deine subjektive Realität. Nicht wahr? Ich sage immer so gerne, die Sprache ist die Grundlage deiner Gedanken. Achte auf deine Sprache. Denn dann kannst du deine Gedanken beeinflussen und deine Gedanken beeinflussen deine Emotionen und deine Emotionen beeinflussen nun mal deine subjektive Wahrnehmung und auch dein subjektives Handeln. Das heißt, es fängt bei der Sprache, bei den Gedanken an. Also schreib dir bestimmte Frames auf, bestimmte Mindsets auf, bestimmte Weltsichten auf, die du kultivieren möchtest. Es geht nicht darum, jetzt dir zu sagen, ich bin der Größte, weil da wird dein Kopf sagen, stimmt nicht, bist du nicht. Denn es geht jetzt nicht darum, dir ein Ego aufzubauen, es geht darum, deine Weltsicht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Beispielsweise, dass du sagst, hey, ich bin ein Menschenmagnet, ich ziehe immer die richtigen Menschen an. Oder ich bin ein Geldmagnet, ich ziehe immer das Geld an, was ich gerade brauche. Oder dass du dir sagst, ich habe generell immer Glück. Ich habe generell immer, immer, immer Glück. Oder egal welches Problem, ich werde eine Lösung dafür finden. Egal welches Problem, ich werde eine Lösung dafür finden. Dass du also dir ganz bewusst ein Mindset, eine Weltsicht vornimmst und die jeden Morgen und jeden Abend wiederholst. Es ist ein bisschen wie einen Hund zu trainieren. Nicht wahr? Wie wenn du einen Hund trainierst, der dir erst die Pfote geben soll, bevor er von dir ein Leckerli bekommt. Bei den ersten Malen wird es dir noch schwerfallen. So, sitz. Ah, mach Männchen. Ah, Pfote. Macht er nicht, okay. Ah, Pfote. Okay, macht er immer nicht. Pfote, alles klar. Belohnung. Und beim nächsten Mal, alles klar, mach Sitz, mach Männchen, Pfote. Nein, okay. Mach Pfote. Ah, perfekt. Belohnung. Und beim dritten Mal klappt schon automatisch. Beim vierten Mal macht das von alleine. Er sieht dich nur und will sofort die Pfote geben, weil er weiß, er kriegt ein Leckerli. Stell dir vor, so trainierst du deinen Verstand. So trainierst du deine Gedanken. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wiederholst du bestimmte Weltsichten, bestimmte Glaubenssätze und die werden dann Teil deiner Gedanken. Es ist wie immer eine bewusste Entscheidung, die du triffst und um eine bewusste Entscheidung treffen zu können, brauchst du immer erst zuerst das Bewusstsein, die Achtsamkeit, was du durch Meditation bekommst, was du durch Schreiben bekommst und was du durch Coaching bekommst. Denn wenn du dir deine eigenen Gedanken nur anschaust, dann bist du immer ein wenig limitiert. Wenn von außen hingegen ein Experte sich deine Weltsicht anschaut, deine Gedanken anschaut, sich anschaut, wie du von Tag zu Tag lebst, dann wirst du sehr, sehr viel schnellere Fortschritte machen. Und genau das mache ich, genau das möchte ich mit dir machen. Denn ich möchte dich eine Stunde lang coachen und mir deine Gedanken anschauen, deine Weltsicht anschauen, deine Persönlichkeitsstruktur, deine Ziele, deine Glaubenssätze und dann das so optimieren, dass du als ein glücklicherer, ein produktiverer, ein effektiverer, ein erfüllterer, ein charismatischer Mensch durch die Welt gehst. Denn das alles fängt hier oben bei dir an. Und hey,
Es gibt keinen Grund, warum du nicht deinen Verstand kontrollieren solltest, warum du nicht bewusst deine Gedanken lenken können solltest. Und das will ich dir zeigen in einer One-on-One-Session, für die du dich hier oben in der YouTube-Card anmelden kannst. Oder wenn du das Ganze auf Facebook schaust oder im Podcast hörst, dann findest du den Link in der Beschreibung von dieser Folge, von diesem Video. Oder geh einfach auf alexanderwahler.com/coaching. alexanderwahler.com/coaching. Trag dich ein, es ist komplett kostenlos. Du kannst entweder direkt einen Termin auswählen, wenn gerade keine Termine frei sind, was schon mal passiert, dann wird mein Team sich per Telefon bei dir melden und dann über Telefon einen Termin ausmachen. Mach das jetzt, denn wenn du nicht Kontrolle über deinen Verstand übernimmst, wenn du nicht lernst, deinen Verstand, deine Gedanken wirklich bewusst zu steuern, dann wird er dich steuern. Und wenn er dich steuert, dann fängst du an, dich selber zu sabotieren, dann bist du nicht so glücklich, wie du sein könntest, dann ziehst du nicht die Menschen an, die du anziehen könntest, du hast nicht die tollen Beziehungen, die du haben könntest. Kurz gesagt, du wirst niemals zu der Person, die du es verdienst zu sein. Du wirst niemals zu der Person, die du in deinem Kopf hast. Denn du hast ja dieses Bild von einer Person, von einer perfekten Version von dir im Kopf. Und ich möchte, dass du zu dieser Person wirst. Und genau dabei fangen wir im Coaching an. Bei deinem Mindset, bei deinen Gedanken, bei deinem Verstand. Deshalb trag dich jetzt ein, alexanderwahler.com/coaching oder klick auf den Link oder die YouTube-Card und dann sehen wir uns da. Bis dann.